Thank you.
Mensch, hier, ihr seid jetzt mit einem richtigen Konvoi an Militärfahrzeugen. Russland, Amerika und auch NVA, also ehemalige DDR, alles, was geht, angereist. Das hat sich hier plötzlich ein kleines Militärfahrertreffen verwandelt. Wo kommt ihr alle auf einmal her? Ja, der Hintergrund hinter dem Treffen ist eigentlich, dass wir im September bei uns in Möhler immer wie so eine Art Jahresabschluss machen. Nicht als offizielles Treffen, sondern eher inoffiziell. Und da sind halt alle dabei, mit denen ich so im Jahr unterwegs bin. Die lade ich ein und die kommen von überall. Also von Beusdorf, von Polen sind viele mit dabei. Ja, das ist das, was dahinter steckt. Machen wir einmal am Samstag immer die Ausfahrt. Seit letztem Jahr kommen wir dann hierher, weil sie uns gefragt hatten, dass ein bisschen mehr los ist und dass die Leute mehr sehen können. Und da haben wir halt die Chance genutzt, weil wir dann auch gleichzeitig einen Zwischenstopp haben zum Mittagessen oder mal was trinken. Und in der Regel machen wir danach unsere Ausfahrt weiter nach Veropolis. Und von dort aus geht es dann wieder zu uns, wo abends noch ein bisschen Musik ist, haben eine Liveband, die da spielt. Und dann ist die Nummer eigentlich durch. Coole Sache, dass man das hier mal sehen kann. Ja, das ist ja das. Manchmal sieht man gar nicht, was bei den Leuten alles so noch in den Garagen drin steht. Und ist halt das Schöne wirklich, dass durch so ein Hobby extrem viel Freundschaft auch entsteht. Und die Verbindung, das ist einfach Wahnsinn. So, wie bist du denn eigentlich zu dem Hobby gekommen? Na, ursprünglich hatte ich mit dem Hobby mal angefangen, weil mein Vater immer früher viel Motorrad gefahren ist und wollte, als ich auf die Welt gekommen bin, vor mittlerweile fast 25 Jahren, wollte irgendwas, wo ich als kleines Kind mitfahren kann. Und da kam damals bei uns im Ort jemand an, hatte so einen Russengespann zu verkaufen. Das hat er sich geholt und als ich dann 5 Jahre alt war, hat er mir so ein Motorrad im Maßstab 1:2 nachgebaut. Wir sind auf die ersten paar Treffen gefahren, hoch nach Pütnitz und ja, dann fing das halt an mit 13 das erste Moped, danach ein Trabi. Und als man dann so in die Runde reinkam und ich meinen Führerschein hatte und man lernt die Leute so kennen, fing das halt an. Dann waren wir auf Militärtreffen, war ein bisschen selbstständiger, dann fing das an mit dem ersten UAS-Jeep in Robur. Dann wurde es alles ein bisschen größer, weil man dann gesehen hat, okay, die schlafen nicht in einem Zelt, die schlafen im LKW mit Koffer. Und dann stand der erste Gas 66 auf dem Hof, dann wurde der 66er weg, dann kam ein Sill. Ja, und so ist es immer größer geworden und weil man halt durch die Leute und durch die eigenen Fahrzeuge auch mit der Technik zu tun hat, habe ich dann mehr oder weniger mein Studium abgebrochen, habe eine Lehre angefangen, meinen Meister gemacht und habe mich jetzt seit 5 Jahren nur mit solchen Fahrzeugen selbstständig gemacht. Also vom Ersatzteilservice bis An- und Verkauf, Reparaturen biete ich eigentlich alles an, rund um die E-Mail-Ausbildtechnik. Und wie heißt die Firma? Das ist PK Dienstleistung. Also ich bin Paul Kreibig und PK Dienstleistung ist meine Firma. Dann wünsche ich dir noch viel Erfolg und noch viel Dankeschön. Spaß auf dem Treffen. Ebenso. So, sag mal, ihr seid hier Veranstalter, die Borkenkäfer vom Motorsportverein, der hier zugehörig ist. Wie oft habt ihr das Treffen schon gemacht? Wir sind eine Abteilung Motorsport, wir nennen es Borkenkäfer und wir hören zum HSV Krömer. Und wir machen das Treffen seit ungefähr 8 Jahren, aber in kleinem Rahmen. Und seit 2 Jahren machen wir das etwas größer und probieren, hier was ein bisschen auf die Beine zu stellen. Und bei uns ist alles ein bisschen, die Dimensionen sind ziemlich klein, wir haben nicht so viel Platz, aber für uns reicht das. Coole Sache. Und nächstes Jahr geht weiter? Wenn alles passt, 10-jährig. Dann machen wir das nächste Jahr wieder, ja. Cool, natürlich komme ich auch wieder vorbei. Ja, wäre ja schön.